Warum habe ich denn das gepremoved? Bin ich verrückt? Warum premove ich das denn? Warum premove ich das denn? Oh Gott. Weiter geht's zur nächsten Partie. Jetzt gegen Doberchen. Zweite Partie gegen Doberchen. Auf geht's. Hörst du bei Chessens auf, wenn du deine eigene Seite startest? Nein, Traffy Law. Nein, nein, nein. Ich wollte aber nur mein eigenes Ding noch starten. Chessens mache ich ja zusammen mit einem anderen Schachtrainer. Und ich wollte gerne auch meine eigene Seite mal starten. Und das ist jetzt soweit. Und darüber freue ich mich. Also bald ist es soweit. Kurz Rochade. A3. Ich glaube, jetzt schlägt man einfach. Hast du schon mal gegen wen komplett ohne Brett gespielt? Also ihr sitzt im Zug und sagt euch nur Züge. Wir sitzen im Zug und sagen uns nur Züge. Ja, Georg, das habe ich schon gemacht, klar. Wir saßen im Zug und haben uns Züge gesagt. Niklas, kann man einfach eine Herausforderung machen? Wirst du ihn dann einfach annehmen? Chess Komodo, meine Liebe. Es läuft folgendermaßen. Ich habe hier die Möglichkeit, zufällig die Herausforderung anzunehmen. Und genauso mache ich das. Das ist komplett zufällig. Insofern habe ich da nicht so viel Kontrolle drüber. Einfach mir eine Herausforderung schicken. Hast du schon eine geschickt? Ich sehe deinen Namen noch nicht in der Liste, außer du heißt anders auf LeeChess als Chess Komodo. Aber das wäre der erste Schritt, Chess Komodo, dass du mir eine Herausforderung schickst. Ich habe das Shure MV7 Logic. Hoffentlich ist der andere Trainer nicht böse. Nee, überhaupt nicht. Nino, also mein Partner, hat mir sogar dabei geholfen, die neue Seite zu starten. So, hier habe ich einfach einen Bauern mehr und stehe gut. Ich glaube, E4 ist seine einzige Idee irgendwie, dass er E4 spielt und dann hier versucht, Stress zu machen. Aber wenn er E4 spielt, schließt er auch den Läufer ab. Von daher, ja, das würde mich nicht so sehr stören. Und ich spiele jetzt einfach Turm E8, König F8, König E7, denke ich. Und hier kommt er nicht durch. Es gibt kein Durchkommen. Eigentlich, ich könnte noch A4 spielen, dann hätte er noch nicht mal den Hebel. Aber ich glaube, den Hebel will er sowieso nicht machen. Ja gut, sowas kann er natürlich machen. Ja, sowas wird er jetzt auch machen. Jetzt bin ich auch noch gerade reingelaufen. Aber gut, dann macht er das eben. Ja, Turm E8 war, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Was wird es denn auf deiner eigenen Seite geben, bevor ich jetzt den Kurs kaufe bei Chessons? Da wird es Eröffnungskurse geben. Da wird es ausschließlich Eröffnungskurse geben. Und der nächste ist da der Night of Course, den ich jetzt ab morgen gedenke aufzunehmen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen lästig hier. Ein bisschen lästig ist es leider. Und dann springt er D6 und dann E4. Tja. Tja, tja, tja. Naja, hilft nichts. König F8. Machen wir erstmal. Jetzt zieht er ihn nach C5, okay? König E7. Der Springer, der hält hier trotzdem den Laden zusammen. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt schließt er die Diagonale. Jetzt kann ich Springer B6 spielen. Dann vielleicht Turm A7 und dann irgendwie Springer D7. Und wenn ich den Springer abtausche, dann stehe ich sehr gut. Wie heißt du denn, Chess Komodo? Wie heißt du denn? Sag es mir doch. Ja, sag mir doch, wie du heißt. Chess Komodo. Sag mir doch, wie du heißt. Ach ja. Am besten würde sich wohl das Elefantengambit mitverkaufen. Das stimmt. Das stimmt. Ist der Night of Course dann exklusiv auf deiner Seite oder auch auf Chessens? Der ist exklusiv auf meiner Seite dann. Also, sonst könnte ich ja auch alle Kurse dann bei Chessens rausbringen. Das ist ja nicht die Idee. Gibt es da auch einen Katalanisch-Kurs, fragt Sebastian. Ach, jetzt kann er F6 spielen. Ah, lästig, aber nicht so schlimm. König D8 habe ich. König C7. Alles im Griff nach wie vor. König F2. So, jetzt. Was machen wir jetzt?
Eigentlich wäre es mal an der Zeit, irgendwie Bauern nach vorne zu bringen, aber wie genau? Wie genau? Turm G8? Irgendwie gefällt mir das, irgendwie so den Turm zu aktivieren. Du heißt ZYX66. Alles klar, ihr habt es gesehen jetzt. Ja, ich sehe deine Herausforderung auf jeden Fall. Ich sehe deine Herausforderung. Das hat schon mal geklappt. Und du bist auch im Team jetzt, nehme ich an. Okay. Turm G5 oder H6 oder H5? Spannend. Ja, ich will den Turm aktivieren. Ich geb ihm oder ihr jetzt einen Freibauern, aber ich will meinen Turm aktivieren. Das ist mir jetzt irgendwie wichtig. König F3 sieht langsam aus. Das sieht zu langsam aus. Ich glaube, Weiß muss direkt mit dem Bauern nach vorne. Weil jetzt bekomme ich hier noch ein bisschen Zeit. Oh, jetzt kriege ich den Turm sogar auf die zweite Reihe. Turm B1, das ist doch zu passiv. E5 Schach erstmal vielleicht und dann König D6, König E6. Ah, spannende Stellung auf jeden Fall. Keine Ahnung, was hier los ist. Ah, jetzt könnte Turm D1 Schach auch lästig sein. Eieiei. Also der Bauer, der ist schon flink. Der ist schon verdammt flink. Leider. Was machen wir denn da? Erstmal E4. Mit dem König nach vorne zu kommen. So, spielen wir mit 3 plus 2, spielen wir, ja? Okay. Und dann muss der Turm dahinter. Warum sind deine Chessenskurse so teuer? Die Chessenskurse sind ziemlich billig. Stabilo Mann, mein Lieber. Die sind verdammt billig. Wenn du dir anschaust, was für einen Wert du dafür bekommst. Okay. H7, was will er jetzt machen? H7. Welche Bauern ziehe ich nach vorne? Das ist hier echt eine heiße Kiste. Das ist eine verdammt heiße Kiste hier. Ich glaube, B4 mache ich gleich. Ja, das kannst du dir mal auf der Seite anschauen. Das kannst du dir mal auf der Seite anschauen, mein Lieber. Für einen Kurs bekommst du über 24 Stunden Videomaterial und zig Aufgaben mit dazu. So, den decke ich mal. Jetzt macht er vielleicht Turm A1. Ja, Turm A1, jetzt lässt sich. Vielleicht hätte ich vom B5 decken müssen. Aber gut, ich habe auch meine Bauern, die nach vorne. Dieser Zug, aha. Okay, wir ziehen einfach mal weiter nach vorne. Jetzt kann er auch Turm C1 machen. Aber das kann doch nicht gut sein. Ist das scharf? Ist das scharf hier? Eieiei. Ah, das war jetzt verkehrt, oder? Turm D7. Turm C5 ist falsch. Warum Turm C5? Naja, wohl, vielleicht war es auch nicht so falsch. Warum habe ich denn das gepremoved? Bin ich verrückt? Warum premove ich das denn? Warum premove ich das denn? Oh Gott. Da B5. Ja, leider hat Weiß noch diesen Bauern. Sonst gäbe es ja noch Chancen, aber jetzt einfach schlagen und. Okay, ich D2. Okay.
Spannende Partie, Dubberchen. Spannende Partie. Warum, ja, warum habe ich denn gepremoved hier? Wobei, es ist sowieso verloren, oder? Es ist sowieso verloren. Ach nee, C2 ist mit Schach. Ja, stimmt, hast recht, Fritzi. Ist mit Schach. C2 ist mit Schach. Das heißt, beide wandeln um. Die Stellung ist im Gleichgewicht. Okay, crazy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.